willkommen auf diesem Kanal. Ich heiße Leni und heute zeige ich euch die ersten Schritte, wie ihr zu eurem Rallye kommt. Grundsätzlich gibt es erstmal keine besonderen Anforderungen an das Material. Einen besonderen Aushakschirm brauchst du eigentlich erst dann, wenn du anfängst, Passes zu machen. Als erstes musst du überprüfen, ob dein Schirm rückwärts fliegt. Weil dein Schirm fliegt rückwärts, wenn die Steuerleinen zu kurz sind, dann kommt der Schirm vor dir so runter. Ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, also wenn du komplett anpowerst und der Schirm so runterkommt, dann funktioniert das Aushaken nicht, weil du bist natürlich ausgehakt, komplett angepowert und dann, wenn der Schirm vor dir runterfällt, kann er natürlich keinen Druck aufbauen, um dich rauszuziehen. Als dein Schirm rückwärts fliegt, depowere den Adjuster so lange, bis der Schirm eben nicht mehr rückwärts fliegt. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung der Bar. Wenn ich mich aushake und so eingehakt bin mit meiner Leash, löse ich jedes Mal aus, wenn ich den Schirm loslasse. Das heißt, dann hängt der Schirm nur noch an der Leash. Um das anders zu machen, muss ich mich Suicide einhängen. Und dann ist der Schirm quasi hier befestigt. Und jedes Mal, wenn ich loslasse, habe ich die Leash als Verbindungsstück und der Schirm löst nicht mehr aus. Ich zeige euch gleich im Detail, wie das aussieht. Um mich Suicide einzuhängen, muss ich erstmal auslösen. Und dann bei Duotone gibt es hier sozusagen so eine vorgefertigte Lasche, da kann ich das einhaken und den Schirm ganz einfach wieder zusammenbauen. Jetzt bin ich hier fest verbunden. Wenn ich jetzt aushake, hängt der Schirm an der Leash und wenn ich auslöse, bin ich quasi im ausgelösten Zustand. Damit du dir leichter tust, empfiehlt es sich auch, einen größeren Chicken Loop zu nehmen, damit du dich ganz einfach ein- und aushaken kannst. Die einfachste Art, um dich auszuhaken, ist ein Stückchen Downwind zu fahren. Dadurch entlastest du den Schirm, hast nicht mehr so viel Druck drauf und kannst dann einfach den Schirm aushaken. Um dich wieder einzuhaken, fährst du einfach ein Stückchen Downwind, fährst dem Schirm hinterher und nimmst so ein bisschen den Druck aus dem Schirm. Und dann kannst du dich entweder hier den so wieder einfädeln, das ist die eine Option. Und die andere Option ist, dass du schnell, also nicht zu lange dafür brauchst, dass du quasi dem Schirm ein bisschen hinterherfährst, eine Hand löst, ganz schnell hier hingreifst und dann hier entlastest und dann kannst du den Schirm einfach ganz easy wieder einhaken. Wenn du das Aushaken übst, empfiehlt es sich immer genug Platz zu haben. Weil stell dir mal vor, du bist ausgehakt und versuchst dich wieder einzuhaken. Greifst hier rein, merkst, dass du irgendwie falsch lenkst oder dass du nicht dran gekommen bist, fährst dem Schirm nur noch hinterher und lässt einfach irgendwann los, was immer eine Option ist, weil dann hängst du quasi nur noch an der Leash. Du kannst aber den Schirm nicht mehr lenken. Das heißt, du hast keine Kontrolle mehr, was der Schirm macht. Und früher oder später wird der Schirm irgendwo auf dem Wasser landen. Das heißt, schau, dass du um dich rum einfach mehrere Leinenlängen Abstand zu anderen Kitern hast, dann kann auch nichts passieren. Meistens. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn der Schirm so fliegt und du nicht mehr an der Bar dran bist, kannst du auch nicht auslösen. Das heißt, im Notfall hast du nur noch deine letzte, also die zweite Safety, um dich komplett vom Schirm zu trennen. Zuerst ist es wichtig, das Grundprinzip des ausgehakten Sprunges zu verstehen. Im Gegensatz zum eingehakten Sprung, wo du vor allem über die Schirmsteuerung springst, bist du beim ausgehakten Sprung, hältst du den Schirm ruhig und baust Leinenspannung über die Kante deines Brettes auf, so lange, bis du diese nicht mehr halten kannst und dann wie so eine Art Explosion dem Schirm hinterher springst. Und bei dieser Explosion, die steuerst du aktiv mit, indem du nochmal dich ordentlich rausdrückst und dadurch entsteht dieser ja, skorpionsartige Rallye, den man von Bildern kennt. Um zu springen, gibt es eigentlich drei Dinge zu beachten. Zum einen würde ich dir empfehlen, die Hände ganz nah beieinander zu lassen, also an der Mitte von der Bar, damit du den Schirm nicht lenkst. Das zweite ist eine relativ flotte Einfahrtgeschwindigkeit in diesen Sprung. Also wenn du zu langsam bist, kannst du keine Leinenspannung aufbauen. Und als drittes würde ich dir empfehlen, den Schirm ungefähr auf 45 Grad zu halten. Als Anfänger tut man sich vielleicht noch ein bisschen leichter, den ein bisschen höher zu halten. Aber 45 Grad ist so die Richtlinie, an der ich mich orientieren würde. Genau, jetzt geht es nochmal um die Grundprinzipien des Ankanzens. Eigentlich macht man das intuitiv richtig, aber wenn du so viele Dinge zu beachten hast mit Leute im Weg, wo steht der Schirm, wie hacke ich mich nochmal aus, dann macht man das meistens intuitiv falsch. Das Grundprinzip beim Absprung ist eigentlich wie beim Seilziehen. Um Leinenspannung aufzubauen, empfiehlt es sich, dich mit deinem ganzen Körper reinzulehnen und quasi hier eine Achse gegen den Schirm zu bilden und nicht irgendwie so oder so zu fahren, sondern du möchtest wirklich Druck aufbauen, um gegen den Schirm eine Gegenposition zu haben, die quasi die Leinen auf Spannung hält. Diesen Druck musst du ja irgendwann lösen. Irgendwann kann man das nicht mehr halten.
möchtest du mit aller Kraft quasi die Hüfte über die Bar und dabei die Beine nach hinten schmeißen. Abgesprungen bist, sind deine Füße ja hinten in so eine Bewegung nach oben. Lass es ruhig zu, schmeiß die Füße nach hinten, weil dadurch hast du auch das Momentum, um die Füße wieder unter den Körper zu bekommen. Und im besten Fall landest du auch gleich schon Downwind. Das heißt, du fährst dem Schirm hinterher, dadurch entlastest du den Schirm, reduzierst auch deine Geschwindigkeit, weil du quasi nicht mehr so viel Zug auf den Leinen hast, und Pluspunkt, du kannst dich auch gleich direkt einhaken. Also die häufigsten Fehler sind, dass man zu langsam reinfährt, dass man nicht richtig abspringt und dass man in der Luft den Schirm irgendwie verreißt und zum Beispiel auf 12 Uhr lenkt und dann einfach dem Schirm nur noch so hinterherfliegt. Das Schwierigste von all dem ist der Absprung. Deswegen würde ich dir als erstes empfehlen, Fehler 1 und 3 zu eliminieren, also schneller reinzufahren und den Schirm in der Luft nicht zu verlenken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt irgendwie den einen oder anderen Tipp mitgenommen und falls ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Lasst mich auch gerne wissen, ob ich noch weitere so Videos machen soll, zum Beispiel ein S-Band, S-Band to Blind und wie man oder Rayleigh to Blind. Ich freue mich auf eure Kommentare und lasst auch gerne ein Like da und ein, Abonnement. Ciao, bis zum nächsten Mal.